7 Fragen an. Einen Imker. Also es gibt keine echte Ausbildung. Man kann natürlich verschiedene Kurse machen, die Institute bieten das an. In Münster gibt es auch solche Sachen, die vom Imkerverein angeboten werden. Grundsätzlich kann aber jeder Imker werden, der das möchte. Wie wird man Imker? Man kann einen Schwarm fangen oder man geht zu einem anderen Imker und kauft sich da ein Volk. Das geht auch direkt. Wie bin ich dann Imker geworden? Ich bin eigentlich immer schon großer Honigliebhaber gewesen und ein Freund davon, Sachen selber zu machen. Und so war der Gedanke dann recht naheliegend, das auch mal mit der Imkerei auszuprobieren. Ja, das sollten vielleicht Menschen sein, die schon naturverbunden sind, die Spaß haben, mit Tieren zu arbeiten und nicht allzu große Angst davor haben, vielleicht auch mal gestochen zu werden. Das passiert nämlich irgendwann immer mal. Keine Ahnung, ich habe ja kein Gehalt in dem Sinne, also ich kann da nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ich habe ja letztendlich keine Gewinnerzielungsabsicht, wie das immer so schön heißt. Gibt nur wenige Leute, die das wirklich beruflich machen. Und dann kommt es natürlich immer auch sehr stark darauf an, wie groß ist ein Betrieb aufgestellt. Also ich weiß von Berufsimkern, die haben teilweise Tausende von Völkern. Die haben natürlich ganz andere Margen an Honig, die verkaufen. Und was man da so verdient, kann ich euch so nicht sagen. Ja klar wird man gestochen als Imker, das lässt sich gar nicht vermeiden, wenn man mal ein Rähmchen zieht, irgendwann quetscht oder drückt man mal eine Biene und dann sticht die natürlich auch und ich habe aufgehört zu zählen. Also wie verhindere ich es? Ich versuche natürlich möglichst vorsichtig daran zu gehen, mit den Tieren zu arbeiten, nicht hektisch zu sein, ruhig zu sein und dann halten sich Stiche auch in Grenzen. Ja, das ist natürlich ein ganz besonderer Stadthonig, den wir hier haben. Und das, was ich mir so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben habe, ist, dass ich Honig aus bestimmten Lagen anbiete. Und hier den Platz auf dem Dach vom Mövenpick Hotel habe ich mir ausgesucht, weil es für Bienen einfach wahnsinnig ergiebig ist. Wir haben hier den Zentralfriedhof in der Nähe, wir haben ganz, ganz viele Gärten, wir haben hier die Linden und Rubinien in der Nähe. Also aus Bienensicht ist das hier ein ganz, ganz tolles Gebiet. Und die finden hier einen ganz, ganz tollen Nektar, ganz tolle Tracht, um daraus wirklich einen schönen Honig zu machen. Und dementsprechend biete ich also auch keinen Sortenhonig an, wie man das so kennt, sondern eben Lagenhonig, aktuell hier vom Aasee und aus dem Geistviertel. Total. Ich freue mich jedes Jahr aufs Neue und auf die Ernte und ich finde Honig ist ein super Produkt, ein tolles Lebensmittel. Und mittlerweile ist es sogar so, dass Freunde, wenn sie im Urlaub waren, mir immer Honig aus dem Urlaub mitbringen. Honig ist mir das ganz Besonderes. Honig ist irgendwie auch so immer die Essenz der Landschaft, wo die Bienen standen. Und der Honig bildet genau das ab, was die Vegetation der Landschaft eben dann auch hergibt. Und das ist immer was Besonderes. Und der Honig ist auch nie gleich. Es ist jedes Jahr immer ein bisschen anders. Aktuell habe ich 7 Völker, versuche aber so auf etwa 10 wieder zu kommen. Vermehre also ein bisschen. Und so ganz genau kann man das nie sagen, wie viel das wird, aber ich rechne für mich immer mit so einem Schnitt von etwa 25 bis 30 Kilo pro Volk. Das kann mal mehr sein, weniger, eher selten.